Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Und mit mir spielt die Mathilde. Genau, heute geht's mit der Bergfestung weiter. Oh, Zombies. Mein Motorrad, ihr Schweine. Nicht deine? Ja, ich muss sie erstmal hier, ne? Die wollten mein Bike kaputt machen. So eine Arschlöcher. So mal gar nicht. Ihr kleinen Arschlöcher. So. Dann muss ich auch mal tanken. Oh ja, das ist eine sehr gute Idee. Boah, du Blöde! Was, ein Zombie bei dir? Eine Kreischer-Tussi. Hat sie natürlich hat sie auch gekreischt. Ist jemand? Ja, ja. Einen sehe ich nur gerade. Ah, die kommen aus dem Wald. Hm. Die machen wir mal schnell platt, bevor die Garage kommt. Ja. Nö, ist da ein Bäumchen gewesen. Oh. Da hat er mich gleich richtig erwischt. Ich habe das Gefühl, seit ich Verbände habe, kriege ich häufiger eine vorm Latz gehauen. Nee, das ist gar nicht mein Motorrad. Nee, das ist mein Motorrad. Ja, hier ist mein Motorrad. Ups. Jo, dachte ich mir auch gerade. Ups. Einmal falsch gefahren, oder? Genau. Komm mal her. Komm mal her. Nö, ich fahr weiter. Wo kommst du denn her? Sag mal. Das ist meine Garage. Ach, du bist schon wieder bei der Garage. Ich bin falsch gefahren. Achso. Der kam ja. Oh, ich habe gerade ein ganz ungutes Gefühl. Ich hoffe, dein Motorrad ist leer. Nee, nee, alles gut. Ich dachte gerade, weil er hier so nah, der kam ja aus dem Wasser so seitlich. Der Zombie, nicht, dass die jetzt hier aus dem Wasser kommen und die Garage weghauen. Ach so. Aber alles gut, er war alleine. Bist du hier querfett eingefahren? Nee, ne? Jo. Doch, geht, ne? Ja, man muss schon ein bisschen aufpassen. 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 Jo. Verstehe schon, was du mit aufpassen meinst. Ach, da fällt mir ein, ich kann ja mittlerweile ein Auto bauen. Beziehungsweise ich kann es lernen. Ja, lern mal ein Auto zu bauen. Dann haben wir ja eigentlich alles gemacht, was man so machen kann hier. Ja, bis auf diesen Helikopter. Ja, den Helikopter brauchst du eh nicht, weil er verbuggt ist. Würde ich trotzdem ausprobieren wollen. Hi ho. Das soll hier der Eingang werden, ne? Mhm. Ja,
ich hole mal ein bisschen Holz und dann gehe ich, mach drin ein bisschen weiter. Muss hier auch mal gemacht werden. Das ist gerade eine Show. Wäre fast eine weitere Schicht rein sogar noch besser. Kannst du ja machen. Ja. Ich kann jetzt Autos bauen. By the way. Was brauchst du für das Auto so an Teile? Oh. Vielleicht haben wir ja von der schon einiges zu Hause, weißt du? Vier mal vier Truck. Allradgeländewagen. Ich brauche vier Räder. Ein Rahmen. Die Accessoires, Motor, Bleibatterie für Autos. Sieht sogar aus, als ob ich das direkt bauen könnte. Ja, also von dem, was du gesagt hast, könnten wir alles noch an der Basis haben. Könntest mir natürlich auch noch so durch das Bock bauen. Ja, ich brauche ja auch ein bisschen Holz. Außerdem brauchen wir eh eine kleine Schneise, damit wir sie aus der Entfernung ja schon sehen. Die kleinen Racker. Aua! Ist der Baum auf mich gefallen? So ein frecher Baum. Bin gerade durch den Baum geglitscht. Sieht zwar ein bisschen trostlos aus, aber so können wir weit gucken. So. Ich baue mir mal eine Frameleiter. Mach das. Kannst du ja später wieder wegnehmen. Ja, ja. Also gut. Und der Frame-Fahrstuhl fährt hoch. Tut. Nächster Halt. Bergbaufestung. Und dann geht's dann erstmal wieder hoch. Aber Licht an. Da muss man sich hier orientieren. Ist gefährlich, muss man breiter machen. Hier wird dann unser Balkon. Und dann nicht nach rechts bauen, sondern nach links. Willst du nur einen Raum oder willst du zwei Räume? Keine Ahnung. Wofür brauchen wir überhaupt so viele Räume? Das habe ich mich auch gerade gefragt. Warte mal, ich glaube, ich baue dann... Da wollte ich ja sowieso nicht weiterbauen. Ich stelle hier schon mal die Schmiede auf. Ich habe doch die Schmiede. Ach, du hast die Schmiede? Na gut, dann brauche ich sie nicht aufbauen. Kannst du dir aber abholen kommen. Oh,
Weil dann könnte man noch schon ein bisschen Eisen reinballern, weißt du? Was ich hier gerade so abtrage. Hallo? 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 Hi. Schmiede. Moment. Ja, ja. Mindframe. Mindframe. Da. Und meine Schmiede. Okay. Umorientieren. Zack und. So, dann ballern wir doch die Schmiede gleich hier vorne. Wenn man reinkommt, gleich links. Oh, dann können wir ja in der Nacht, also ich weiß nicht, ob du auf Mopeds in der Nacht dann rumfahren möchtest oder ob wir dann in unserem coolen Truck rumfahren wollen. Können auch beides machen. Ich fahre auf dem Bike und du auf dem Truck. Oh, das finde ich auch. So haben wir dann beides. Ich hole mir nochmal ein bisschen die Decke auf. Das ist mir ein bisschen eng hier. Auch Platz zum Atmen, Mensch. Verkackter Sand, geh weg. Ich glaube, die Folge kannst du Hausarrest nennen. Ich muss in mein Zimmer bleiben. Ich muss mein Zimmer ausbauen. Okay. Ja, alles gut. Wundert euch nicht, Heinrich hat manchmal einfach einen sehr, sehr eigenen. Ja, solange ich drüber lachen kann, ist alles gut. Ihr müsst das nicht verstehen. So, dann schmelze ich schon mal ein bisschen Eisen ein. Jo, das ist eine sehr gute Idee. So, hinter jedem Eisen oder hinter jeder Schmiede muss ja auch eine Truhe ran. Das ist eine sehr gute Beobachtung, lieber Heinrich. Ich weiß, auch meine. Stört dich der Steinhintergrund oder willst du auch noch Holz haben? Du kannst den Steinhintergrund gerne lassen, es hat so ein Wissen nur rustikalen Flair. Gut, ich glaube aber, ob ich hier noch so ein Abgasrohr mache, sonst vergaß ich mich ja hier in der Höhle selber. Das wäre vielleicht nicht schlecht, so Kohlenstoffmonoxid ist echt nicht so geil, ne? Nee, also wenn ich einschlafe, ne, weißt du Bescheid. Dann wecke ich dich. Amboss habe ich auch schon mal reingepackt. Sehr schön. So. Was denn? Ja, ich weiß ja nicht, wie hoch da dein Balkonfenster ist. Warte, soll ich da mal hochgehen und sagen, willst du jetzt von mir da genau die Antwort geben? Ach, Quatsch, nein. Ah, ich glaube, da sehe ich das Balkon doch. Dann ist ja gut.
Weil das muss ja auch alles stabil sein, ne? Ja. Bösen sonst Zombies hauen alles Zombies kaputt. Genau. Die kennen da keine Gnade. Da ist das Loch. Ah, Erdrop. Oh, ein Drop. Aber bestimmt irgendwo dann auf dem Gebirge, wo dann lange klettern musst. Ich möchte meinem Schatz ja ein sicheres einbieten. Ich weiß, was du meinst, ja. Ich verstehe. Das ist ja gut. Was machst du da? Chaos. Ah, wir brauchen Clay, ne? Oh, ich habe ganz viel Clay. Das ist gut. Wenn du das mal vorbeibringst, kann ich ja eigentlich schon... Oder warte, ich hol's ab. Weil dann kann ich nebenbei schon Eisenstangen machen. Das wäre sehr gut. Hallo, hallo. Einmal Clay, bitte. Vielen Dank. Es muss aber auch in die Schmelze rein, ne? Mhm. Na gut. Haben wir noch Platz? Haben wir noch Platz? Alles gut, alles gut, alles gut. So, brauche ich eine zweite Schmiede. Alter, 6000! Ah, ich pack noch nicht so viel rein. Vielleicht die Hälfte. Da wird rausgefallen. War das gerade zu viel für den Ofen, oder was? Steine schon mal rein. Weißt du, was das Gemeine ist? Eigentlich müssten wir rechts und links daneben auch so ein bisschen hier senkrecht machen, weil sonst können die von der Seite angelaufen. Ja,
sehen wir dann, wenn sie mal angreifen, wie das dann ausschaut. Wieso? Kommt Besuch? Nein, ich bin nicht weitergekommen und ich wollte von da oben nicht runterspringen. Ah, das Buddeln geht, das Hacken geht echt gut, ey. Ja. Ich muss immer, wenn ich immer wieder dran zurückdenke, was man am Anfang, wie ewig das dauert. Mhm. Muss man was trinken? Nein! Oh. Schnell, bevor der Beton hart wird. Das sieht lustig aus. Nein, das habe ich mir verbaut. Warte mal, sag mal, ich guck mal bei dir. Du hast schräg? Ach so, das sieht wirklich lustig aus, weil das noch so verschieden aushärten muss, ne? Ja. Nee, das waren nicht die Hängeschränke. Aber oh, wie heißen immer diese Unterschränke, die da in den Küchen immer stehen? Also erstmal musst du einen Hängeschrank machen. Sicher? Ja. Und mit dem Hängeschrank kannst du dann aus Pflasterstein diese Theken machen. Nee. Du brauchst dann jetzt noch Pflastersteine. Wozu brauche ich denn Pflastersteine? Du willst doch so eine Theke machen, ne? Ja, ja. Ja, und die machst du aus einem Hängeschrank und Pflasterstein. Das haben die aber, das war früher anders, oder? Ich glaube, jetzt machst du das aus Hängeschrank und Pflasterstein. Boah, dafür fehlt mir wieder Lehm. Brauchst du noch Lehm? Nee. Ich hab ja das auf keinen Fall. Ich hab genug. Und ich hätte sonst auch noch was. Nee, danke fürs Angebot, aber nee.
mir was zu essen mitnehmen sollen. Das ganze Gekloppe ist doch recht anstrengend. Ja, kannst du noch schnell zurück. Dann könnte ich vielleicht noch mal. Und dann könnte ich drüben auch noch ein paar Eisenstangen in Auftrag geben. Mach, die können wir auch hier machen. Ja, aber das schadet ja nicht drüben. Weißt du, wie lange es dauert, diese Eisenstangen fertig zu machen? Und wie teuer die sind? Ich weiß ja nicht, wie viel du brauchst. Einige, ist ja genaue. Oh, es gibt ja unterschiedliche, ne? Eisenstangen mittig, was man. Nee, nicht die Eisenstangen mittig, die anderen. Die anderen. Ja. Oh, das dauert wirklich. Yep. Also 40, 50 oder so können wir mindestens gebrauchen. Ja, ich habe erst ganz viele in Auftrag gegeben. Wie viele sind ganz viele? Ganz viele. Mehrere Paare. 10? Weniger als 10. 8. Okay. Ja, weil das Clay noch nicht so drin ist, so. Joa, ich finde, der Raum gefällt mir langsam. So um die Ecke ein. Ja, ich wollte ja Auto machen. Mach mal. Suche ich erstmal die Reifen zusammen, die wir haben. Und ich weiß, wie viele Reifen ich machen muss. Ah, ich glaube, ich werde hier die Nacht mal verbringen und die Höhle noch so dahin hacken, wo ich sie haben will. Okay. Ich guck mal, ob ich es schaffe, vorher noch nach Hause zu kommen. Oder auch nicht. Ich werde mal gucken. Im Augenblick bin ich erstmal auf der Suche nach Bestandteilen für Reifen. Musst du die auch bauen, die Reifen? Ja, ein paar Reifen haben wir ja. Die liegen nur verteilt wahrscheinlich. Ja. Guck mal in der Garage. In der Garage bei dir sind ja auch noch Kisten. Da könnten auch noch welche liegen. Ja, das ist gut. Fällt mir gerade so ein. Stimmt. Weil das ist ja so Garagenthema. Ja. Ey! Wer meckert da so rum? Wer hat was zu hauen? Was ist da kaputt? Da, du Blöde! Hast du was kaputt gemacht? Blöde Kuh geschrien. Ach so. Ich hab keine Lust, mich um euch jetzt zu kümmern. Ich hab Wichtigeres zu tun. Ich muss ein Auto bauen. Wenn nicht, machen wir das nächstes Mal, also. Oder willst du es unbedingt jetzt noch diese Nacht, diesen Tag bauen? Ach, nicht unbedingt. Ja, dann machen wir das für die nächste Folge. Halt mal die Leute. Aber ich will die Sachen schon mal zusammen. Das kannst du ja machen. Dann halt mal die Leute bei der Stange. Wenn sie das Auto sehen wollen, oder wenn ihr das Auto sehen wollt, müsst ihr nächstes Mal einschalten. Nochmal ein Cliffhanger. Genau. Ja, ich habe ja heute nicht so viel gemacht. Also ich glaube, wir können noch einen Break machen.
Ja. Wir haben uns genug beim Kloppen gesehen. Ich habe hier so einen kleinen Raum gemacht. Sieht doch ganz nett aus. Häuslich. Gimli würde sich wohlfühlen. Wer? Gimli? Ach, Indy. Gimli. Ach, Gimli. Oh. Gimli, der Zwerg. Gab doch oder so einen, ne? Ja. Genau, und das ist hier Gimli Glöins. schön aus Beton. Und da ist mein Motorrad. Da haben wir heute richtig was geleistet. Eine Treppe kommt hier auch Oh, noch. zwei Wheels haben wir auf jeden Fall. Na, siehste. Gut, wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst doch gerne ein Like, einen Kommentar oder ein Abo. Ansonsten haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.